Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Candides TV, herzlich willkommen. Wir wollen ja über Worte sprechen, die wir oft benutzen und die wie Hülsen geworden sind für etwas, was wir eigentlich gar nicht mehr begreifen oder was wir für selbstverständlich halten. Und da fange ich mal mit dem wichtigsten Wort direkt an, Gott. Das Wort Gott. Ich merke, dass ich das Wort Gott immer weniger gerne in den Mund nehme. Weil dieses Wort ja so missbraucht worden ist. Also ganz viele Menschen berufen sich auf Gott und machen damit schreckliche und begründen damit ganz schreckliche Sachen. Und dies gilt nicht erst für Suizidattentäter aus dem islamistischen Bereich, sondern das gilt genauso für christliche Begründungen von Krieg heute. Schauen wir uns einfach nur an, was in der russischen Orthodoxie bei Kirill zurzeit los ist und anderen. Also Religion und Gott wird missbraucht. Auf den Koppeln steht bei kriegsführenden Parteien, Gott ist mit uns. Oder die Kreuzzügler sind ausgezogen mit dem Schlachtruf auf den Lippen. Gott will es. Deus lovult. Gott will es. Und das macht es so schwierig, das Wort Gott in den Mund zu nehmen. Dazu kommt, dass wir in einer säkularen Gesellschaft leben, in der, wenn ich das Wort Gott sage, sofort die Klappe zugeht. Entweder weil die Menschen das Wort Gott selbst gar nicht mehr so wirklich kennen oder damit Dinge verbinden, von denen sie sich endgültig verabschiedet haben und ich würde auch sogar so weit gehen zu sagen, Gott sei Dank verabschiedet haben. Also zum Beispiel, sie wollen nichts mehr mit diesem alten Mann mit weißem Bart da oben zu tun haben. Sie wollten Schluss. Und weil das, wenn das Wort Gott ihnen, wenn sie das hören, dann haben sie sofort diese Bilder im Kopf und von denen haben sie sich befreit. Und ich sag's Ihnen auch, ich habe mich auch davon befreit. Ich will, wenn ich das Wort Gott höre, immer sofort Klick machen und dann bestimmte Bilder im Kopf haben, die ich eigentlich gar nicht haben will, aber die so tief in unserer Kultur drinstecken, dass wir aus diesen Bildern, die wir in den Worten verbinden, nicht loskommen. Ich finde mich in dieser Scheu, das Wort Gottes, das Wort Gott auszusprechen, ermutigt in der biblischen Tradition. Denn die jüdische Tradition, die biblische Tradition, versucht immer gerne, das Wort Gott zu vermeiden. Und dafür haben sie einen Trick, und einen sprachlichen Trick. Diesen Trick nennt man das Passivum Divinum, also das göttliche Passiv. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, ich bin gerettet worden, dann ist das ja passiv. Man könnte auch sagen, Gott hat mich gerettet. Dann ist Gott das Subjekt und ich bin das Objekt der Rettung. Wenn ich aber sage, ich bin gerettet worden, dann muss ich die Macht, die Größe, die Person, wer auch immer, die mich gerettet hat, nicht nennen. Also sage ich dann, ich bin gerettet worden. Ich danke dafür, dass ich gerettet worden bin. Muss ich gar nicht sagen, wer mich gerettet hat. Das darf ich dann offen lassen. Im Vaterunser gibt es dasselbe. Geheiligt werde dein Name. Es wird meistens immer gehört im Sinne von Leute, jetzt heiligt mal den Namen Gottes, also als Aufforderung an die Menschen. Aber das ist gar nicht gemeint, sondern gemeint ist heilige deinen Namen, aber aus Scheu davor, Gott mit du anzusprechen, sagt man dann, geheiligt werde dein Name. Also jetzt sage ich das Wort, Gott möge seinen Namen heiligen, indem er Gerechtigkeit für sein Volk und auf der Welt erschafft, macht, uns aus der Not befreit. Aber die Scheu davor, das auszusprechen, führt dazu, dass man eine Sprachform wählt, in der das Subjekt Gott gar nicht genannt werden muss. Also ein Schweigen. Man legt ein Schweigen über das Wort Gott. Alle wissen, dass Gott gemeint ist, aber sie sprechen es nicht aus. Mir hilft das seit einiger Zeit immer mehr, auch in einer säkularen Welt über Gott zu sprechen, indem ich das Wort Gott gar nicht in den Mund nehme, sondern im Passiv spreche. Und wenn dann die Menschen merken, dass ich im Passiv spreche und mich dann fragen, warum sprichst du im Passiv, dann kann ich ja versuchen zu sagen, warum ich es tue. Also, die Scheu, das Wort Gott überhaupt in den Mund zu nehmen, ist eine wichtige und gute Scheu. Und ich schlage Ihnen vor, auch
dass Sie darüber mit mir nachdenken heute, wie schön es ist, dass es Möglichkeiten gibt, von Gott zu sprechen, ohne das Wort Gott in den Mund zu nehmen. Herzlichen Dank.